ich bin Myla, der Hund meines Herrchens Jens. Ihr wisst schon, von Roof Electric. Irgendwas ist hier im Busch. Da ist wieder dieser komische schwarze Kasten auf dem Auto. Heißt es etwa, wir fahren in den Urlaub? Das muss es sein. Juhu, wo geht es denn diesmal hin? Komisch. Am Anfang stehen da ganz viele Sachen und am Ende sind die alle nicht mehr zu sehen. Ob das Auto die Sachen alle auffrisst? So, jetzt muss ich einsteigen. Hoffentlich dauert die Fahrt nicht so lange. Schön, dass unser Auto so leise ist. Früher dröhnte das immer in meinen Ohren, wo ich sitze. Juhu, es geht los! Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist jetzt kurz nach Weihnachten. Die stressigen Weihnachtstage sind vorbei. Die Verwandtschaft wurde weggejagt und wir fahren jetzt ein paar Tage wieder auf die schönste Nordseeinsel der Welt. Nämlich nach Sylt. Myla hat es schon geahnt und es geht wieder an den Strand. Wind, Wetter, Wellen, was auch immer uns da erwartet. Ihr seid dabei. Wir sind jetzt ungefähr anderthalb Stunden unterwegs und was muss ich euch sagen? Meine Frau Nasilla muss auf die Toilette. Ja, sorry. Also werden wir jetzt hier Brockenlander Ost abfahren. Da ist nämlich zufälligerweise auch ein neuer Ionity Charger mit, ich glaube, 4 Säulen. Den probieren wir dann mal aus, wenn wir schon stehen müssen. Wir wären sonst eigentlich bis Bußdorf durchgefahren. Wir sind ja von Bremen ungefähr 230 Kilometer. Und trotz Dachbox hier oben, die den Verbrauch doch ein bisschen in die Höhe treibt, hätten wir das eigentlich problemlos geschafft. Aber Toilettenpausen sind nun mal wichtiger als Durchfall. So, ohne Adapter geht's nicht. Die Fahrt. Warte, bleib mal drin. Oha, die Säule fängt an zu rappeln. Hört sich ein bisschen gefährlich an hier. Das ist auch schon ganz nervös. So, wir haben ganze 11 Minuten und 46 Sekunden hier geparkt. So lange hat der Toilettengang gedauert und wir haben 15,6 Kilowattstunden geladen. Und jetzt schließen wir uns wieder ab und fahren weiter zum Supercharger Bußdorf. Da machen wir eine kleine Mittagspause. Da laden wir dann nochmal ein bisschen voller, damit wir auf der Insel dann nicht so leer ankommen. Und ja, bis jetzt läuft die Tour super klasse. Wetter ist gar nicht so schlecht. Ist ein bisschen kühl draußen, aber ist halt Winter, ne? Ja, Supercharger Bußdorf. Hier ist viel los gewesen und deswegen hat der Tesla hier mir die
das Ladelimit auf 80% gesetzt. Mehr hätte ich eh nicht geladen. Ich glaube, ich lade hier nur bis 75%. Wir essen jetzt noch jetzt zwei Brötchen, die wir mitgebracht haben. Und der Hund geht kurz mal Gassi. Der Hund hat auch was gefressen. Und dann fahren wir weiter nach Niebel zur Autoverladung. Und da will ich so mit 50% ankommen. Deswegen lade ich jetzt auf 75 hoch. Und dann haben wir genug Reserve, um morgen auf der Insel rumzufahren, wobei wir auf der Insel wahrscheinlich sowieso überall laden können, wo wir stehen. Gar kein Problem. Es ist wirklich arschkalt und zugig, obwohl es irgendwie 10 Grad nur sein soll, aber es fühlt sich an wie unter Null. Also es ist wirklich ziemlich frisch hier. Naja, also gleich geht's weiter und der ganze Supercharter ist voller Holländer, Norweger und Dänen. In Bussorf gibt es inzwischen auch zwei Allego Superfast Charger und noch einen normalen 50 kW Lader hier in der Ecke. Das heißt, neben den, ich glaube, 14 Stalls Superchargern hat man hier auch 4 Ladepunkte CCS, ich glaube 150 kW. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, da denkt man nichts Böses und glaubt, man ist gut in der Zeit. Und dann haben wir hier kurz hinter Lindholm, da wo der Kreisverkehr ist, wo es zur Autoverladung geht, fast 2 Stunden Wartezeit. Das steht hier. Also die Schlange geht bis auf die B, was ist das? B5. 2 Stunden haben wir hier jetzt Stau. Und müssen wir jetzt aussitzen. Hilft ja nichts. Das ist jetzt übrigens mal ein guter Test. Wir haben nämlich jetzt 14.46 Uhr. Draußen sind es 8 Grad und wir haben 44% Akkustand. Und wir stehen jetzt hier in einem Stau und das wahrscheinlich für mindestens 2 Stunden. Also die Heizung läuft, damit wir auch schön warm haben. Und dann gucken wir mal, wie der Akkustand ist, so nach 2 Stunden, wenn wir vielleicht auf den Zug kommen. Ich weiß ja nicht, wie lange wir hier stehen. Aber das ist doch mal eine Stausimulation im Winter bei Kälte mit einem Elektroauto. Und wir bleiben wahrscheinlich nicht liegen. Also ich gehe da jede Wette ein, dass wir nicht liegen bleiben. Ungefähr 2 Stunden, 10 Minuten jetzt gestanden und 40% Restreichweite. Das heißt, in über 2 Stunden mit Sitzheizung an und muckeligen 21 Grad haben wir ganze 4% verloren. Rumtankkarte, die Allzweckwaffe. Und wie immer hier in Westerland auf dem Hauptparkplatz an der EVS-Säule alles frei. Ich lade hier wieder mit meiner Stromtankkarte für meine Flatrate und jetzt geht es erstmal 2-3 Stunden an den Strand. We'll be right back.
Ja, dieses Jahr im Winter ist es eigentlich genauso, wie ich es letztes Jahr vorher gesagt habe. Es gibt jetzt hier viel mehr Elektroautos auf der Insel. Es sind zwar fast meistens Teslas, aber auch einige Plug-ins. Und hier sind die Säulen mittlerweile am Sonntagnachmittag in Westerland gut belegt. Ich habe jetzt hier noch einen Platz gefunden, kurz vorm Schwimmbad. Und der zweite Stellplatz ist natürlich mit einem Verbrenner belegt. Kommt leider auch oft vor. Aber gut, ich konnte mich hier anschließen. Das wäre jetzt auch kein Problem gewesen, weil ich ja noch 50% im Akku habe. Aber meine Devise ist ja, wenn ich parke, dann lade ich. Und das hat zum Glück wieder geklappt. Aber ich denke mal, die Ladeinfrastruktur auf Sylt, die muss jetzt weiter ausgebaut werden, denn die Elektroautos kommen. Wir sind heute wieder an der Sansibar und die Säule wurde wohl ausgetauscht. Letztes Mal war sie noch grün, jetzt ist sie blau. Letztes Mal war sie auch defekt, also scheinbar gab es irgendwie ein Hardware-Problem. Wer weiß. Das könnte ja künftig die Regel werden. Wir sind hier auf dem Sansibar-Parkplatz und es stehen zwei Model X, ein Model 3 und mein Model S hier. Und wir haben es erst 11 Uhr morgens. Meine neue Drohne ausprobiert, die habe ich mir zu Weihnachten geschenkt. Und zwar ist das eine Mavic Mini. Die ist echt erstaunlich gut. Also es ist nur so ein ganz kleines Ding. Sie wiegt 249 Gramm und muss deswegen nicht gekennzeichnet werden. Und ihr habt ja gerade gesehen, also wir haben jetzt hier locker Windstärke 5 am Strand. Und die Drohne wird zwar ein bisschen vom Wind abgedrängt, aber steht eigentlich wie ein Brett in der Luft und fliegt und fliegt und fliegt. Und ich habe sie jetzt, glaube ich, 10 Minuten benutzt und einen Balken Akku verloren von 3. Also echt ein tolles Ding. Und Aufnahmen macht sie auch super. Also Full HD bzw. 2,7K, 60 Frames. Also das ist echt so die Drohne für den Einsteiger, würde ich mal sagen. Die ist wirklich robust und extrem stabil.
Naja, und als ich gelesen habe, dass es bei Porsche auf Sylt den Taycan in der Ausstellung gibt, da gab es natürlich kein Halten mehr und wir mussten da unbedingt hin zum Probesitzen. Solange die Klappe nicht hoch ist. Nee, und bei Porsche immer so hier drunter und etwas links vom Wappen ist hier so ein Hebel. Ah, da ist der Hebel. Kofferraum okay. Aufmachen, genau. So wie es auch beim Elfer zum Beispiel. Ja, das ist ja. Passt ja noch was rein. Das ist sozusagen noch als Ergänzung zu dem. Mhm. Geht hier schon ganz gut. Ja, nehme ich. Bisschen schwer mit den Parklücken. Also er ist ab 16. glaube ich, steht er bei den Händlern für die Markteinführung und ab da gehen auch dann die ersten Auslieferungen los, also 3., 4. Januarwoche. Ach echt? Ich habe nämlich gelesen, dass sich das verzögert, aber dann stimmt das gar nicht. Genau, wir hätten normalerweise eigentlich im Dezember eingeführt. Die Verzögerung ist quasi jetzt zum Januar das hin. Das ist ja und kein Thema. Okay. Nee, weil wir auch alle nicht ganz traurig drum, weil alles so rund um Weihnachten da noch eine Markteinführung ist immer besonders aufwendig für den Handel. Also wir sind ja direkte Ableger aus Stuttgart hier, eben kein Porsche-Zentrum und daher die Möglichkeit, dass wir es einfach vorher schon mal zeigen können. Und deswegen, ich sage auch hier, achten Sie jetzt nicht auf so Detailsachen. Hier sieht man zum Beispiel, ich weise da auch gerne darauf hin, ne? Sie sehen hier Spaltmaße und so, also das ist eine Vorserie. Als Tesla-Fahrer bin ich Spaltmaße gewohnt. Ja, aber nee, ich meine nur halt, ne? Also das ist eben nicht Porsche, also das ist durch die Vorserie, das sind Kleinigkeiten. Ich sitze jetzt hier im schlechtesten Elektroauto der Welt, wie ich im Internet gelesen habe. Mega gut verarbeitet, aber Effizienz einer Schrankwand, trotz des niedrigen CW-Werts. Aber das bleibt abzuwarten, ob das wirklich stimmt. Gibt es hier hinten noch einen Fernseher? Hinten Fernseher? Ich weiß nicht, nee. Hier hinten gibt es tatsächlich ein Display. Ein Display, ja, wahrscheinlich ist das für die Klimaanlage. Ja, das ist für die Klimaanlage. Ja, cool. Ja, leider kann ich ihn nicht starten. Hast du die Kameras? Oh, jetzt geht es. Ja, von oben betrachtet. Ja, das von oben, stimmt. Wie das? Die Umgebung von oben. Irgendwie hat er, glaube ich, noch ein Softwareproblem, kann das sein? Herunterfahren. So, jetzt nochmal anmachen. Displayverwaltung. Zentraldisplay, ja. Dachte ich eigentlich. Klima, Eco, Klimamenü. Man kann hier die da Lüftung. Kurz kommt da was. Ich hab was gesehen. Ja, da war kurz ein Menü, aber dann ist es wieder weg. Verstehe. Aber wenn ich jetzt hier die Kameras aktiviere und dann auf das X drücke, achten Sie mal auf das Display, dann sehe ich ganz kurz hier das Menü und das ist wieder weg. Der hat aber auch keine Internetverbindung. Das ist ein Vorserienmodell. Also hier können Sie tatsächlich auch nicht alle Funktionen so sehen, wie es im Serienmodell ist. Das ist doch jetzt für die normale Fahrzeugeinstellung, Navi oder so. Brauche ich da zwingend Internet? Oder? Ja, wir können ihn ja mal eben rausmachen. Ah ja. Willkommen. Weiter als Gast, würde ich sagen, oder? Mhm. Porsche Connection nicht aktivieren. Ne? Weiter. Jetzt habe ich ein Display. Genau. Super, danke. Assistenz. Schon cool. Trip. Wo sieht die Batterie aus? Hier, durchschnittlicher Verbrauch. 42,5 Kilowattstunden auf 100 bei 258 Kilometern. Ja. Ja. Eigentlich ziemlich chillig hier. Ja, das wird dein nächstes Auto, ne Luca? Kannst du ja Zeitung austragen. Cool. Und wenn du das Geld zusammen hast, dann kaufst du den. Dann bist du auch 18. So ein paar. Guck mal, das hat Porsche Tesla voraus. Ein Griff zum Festhalten hinten. Ja, das hat Tesla nicht. Warum auch immer nicht. Was haben wir denn noch hier? Keine Benachrichtigung. Home. Navigation. Ja, das war eine kurze Preview hier von dem Porsche Taycan. Ich wollte nur mal drin sitzen und wenn er hier schon steht, wollte ich mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen. Ich glaube, das Auto wird uns alle noch überraschen und ich meine auch nicht unbedingt im positiven Sinne, vor allem was den Verbrauch angeht. Also wenn das wirklich so stimmt, was hier steht, dann ist das verdammt bitter.
aber es ist halt ein Porsche. Hier in Westerland, oder besser gesagt in Tinnum, beim Lidl gibt es einen Triple Charger 50 kW DC und da kann ich mit meinem Adapter nochmal ein paar Prozent aufladen, was ich aber nur zum Testen mache. Mir sind hier auch vorhin zwei Teslas schon entgegengekommen, die werden hier wahrscheinlich geladen haben. Also wirklich, was die Tesla-Dichte angeht, ist dieses Jahr echt viel los. Ich habe, glaube ich, schon mindestens 10 verschiedene Model S gesehen, Model 3, Model X. Und dieses Jahr sind auch sogar zwei Audi e-Trons hier, die nicht von der Vermietung stammen. Die haben nämlich kein Münchner Kennzeichen. Und es war ein I-Pace da aus Füssen. Der war letztes Jahr auch noch nirgendwo zu sehen. Also es tut sich was hier. Geiles Wetter heute. Windig, kalt, strahlend blau. Hier bei Fernsehtechnik Sylt bzw. Ladetechnik Sylt im Pilotenweg 1 in Tinnum. Und der Laden bietet hier mobiles DC-Laden an. Man kann ja auch zu den normalen Geschäftszeiten hinkommen, Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr, und kann hier kostenlos mit seinem Elektroauto schnell laden. Das geht bis zu, ich glaube, sei gesagt, 50 kW. Und das sind ganze mobile Ladestationen, die werden hier rausgefahren auf den Hof und man kann sie sogar käuflich erwerben. Also die verkauft ihr und baut ihr selber, ja? Genau, richtig. Gibt es in verschiedenen Leistungsklassen, 30, 45 und 60 kW. Ja. Und dann halt entweder als reine Schademo-Geräte oder Schademo und CCS. Und wie viel verkauft ihr da so im Jahr davon? Oder ist das geheim? Noch kleiner. Überschaubar, Zahlen. Ja. Noch überschaubar. Während der Ladenöffnungszeiten, 9 bis 18 Uhr, kann jeder herkommen und dann kann er kostenlos laden. Kostenlos sogar? Ja. Ich mache für euch Werbung. Das ist nett. Zack. Du bist relativ voll, ne? Mit 84. Ja, ich bin relativ voll. Ich wollte es ja auch nicht testen. Aber das heißt, ihr habt hier eine fette Wechselstromleitung. Genau. Mit einer hohen Leistung. Genau, CE 23.
Also wenn ihr euch dafür interessiert, ne? Ladetechnik Nord, Dennis Semro, Pilotenweg 1 in Tinnum-Sylt. Das hier ist Hörn um die Südspitze und das ist so einer meiner Lieblingsplätze auf der Insel. Ich finde das hier so wahnsinnig schön. In den Dünen die Häuser, die Reetdächer und jetzt gerade bei diesem blauen Himmel ist es einfach ein fantastisches Erlebnis, hier auch diese Dünen runterzulaufen, hier diese Treppe, durch die man dann quasi an den Strand kommt. Hier vor Hörnum haben die tonnenweise von diesen Betonbuhnen versenkt bzw. so auf den Sand gestellt als kurzfristige Küstenschutzmaßnahme. Das wirkt auch kurzfristig, dass die Dünen hier nicht noch weiter abgetragen werden, weil 200 Meter weiter hinten fangen schon die ersten Häuser an. Und Hörnum hat hier in den letzten Jahren massiv Land verloren. Allerdings sinken die Teile hier mit der Zeit immer tiefer in den Sandboden und am Ende sorgen die eigentlich dafür, dass die Küstenerosion noch schneller vonstatten geht. Also mit Nachhaltigkeit hat das hier wieder mal nichts zu tun, sondern das ist eine kurzfristige Ad-hoc-Maßnahme. Aber eine nachhaltige Lösung für Hörnum wäre wahrscheinlich viel zu teuer. Man kann hier gar nicht genug Sand aufspülen, die da jedes Jahr weggetragen wird. Also ist die Frage, wie sich hier die Südspitze Sylt in den nächsten 20 Jahren noch verändern wird. Frohes neues 2020! Das Neujahrsbaden in Wenningstedt ist mittlerweile Tradition. Es gibt es seit 25 Jahren, damals aus einer Laune heraus mit 8 Teilnehmern. Heute waren es 120 Teilnehmer. Lufttemperatur 6 Grad, Wassertemperatur 6 Grad. Ich finde, das ist eine echte Herausforderung. Ich bin jetzt hier gerade im Apartment, wie heißt das hier? Apartments und Mehrenkampen, genau. Apartments und Mehrenkampen, die bieten diesen sogenannten Schnelllader an. Das ist ein
Dual Charger mit Shademo und CCS-Anschluss. Allerdings ist das Wort schnell ein bisschen übertrieben. Was kann der? 21 kW. 21 kW, okay. Wobei das schnell der Insel stimmt, weil wir sind auf der Insel die schnellsten, weil es gibt sonst keinen Schnelllader. Die anderen haben ja nur die normalen. Typ 2. Ist nicht ganz richtig. Natürlich, bei Lidl gibt es den Schnelllader. Das hätte ich jetzt noch gesagt. Die haben den jetzt ganz neu. Da fahre ich auch hin. Genau. Und Ladetechnik Nord, wo ich vor ein paar Tagen war, die haben auch diesen mobilen. Die können bis zu 65. Den Shademo, ne? Die können auch CCS. Ja. Achso. Können auch CCS. Ja. Und Sie haben das jetzt seit wie vielen Jahren? Seit 9 Jahren. Der C0, der da steht, ist 9 Jahre alt. Da war die Einführung hier. Ja. Also Sie sind sozusagen auch Vorreiter hier auf der Insel. Über 9 Jahren so ziemlich. Elektromobilität. Ja. Wir haben den C0, wir haben mehrere Kangoo, wir haben den Zoe. Wir bekommen hoffentlich endlich bald unseren, wie heißt der? Tesla? Aachen? Nee, Sion. Oder nee, der Sion, den Ego, genau. Den bekommen wir auch. Dann war ich einer der Ersten. Das hat sich ein bisschen verzögert. Da den hatte ich gezeichnet. Den, ja. Aber Sion haben Sie nicht reserviert? Sion, nee, ich habe den Sono. Sono meine ich. Ja, genau. Das heißt, Sie haben eine richtig große Flotte dann. Ja, super. Ja. Wir hatten eine Kooperation mit BMW. Da hatten wir immer i3. Davor hatten wir eine riesen Kooperation mit Nissan Leaf. Da hatten wir richtig viel. Ja, besten Dank für das kurze Interview. Ja, sehr gerne. So ein einwöchiger Urlaub geht total schnell vorbei und jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Vielleicht Zeit, mal kurz zurückzublicken. Also was sehr interessant war für mich, war die Entwicklung der Elektroautos auf der Insel. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich das vervielfacht. Also letztes Jahr hatte ich im gesamten Urlaub, glaube ich, nur 4 Teslas gesehen und dieses Jahr waren es 15 und mehr. Ich konnte sie am Ende gar nicht mehr zählen. Auf jeden Fall waren es doch deutlich mehr als vorher. Es waren auch Audi e-trons da, 2 Stück, die ich gesehen habe von auswärts. Es waren sogar 2 iPaces da. Ein paar Zoes, 2 e-Golfs habe ich gesehen, die alle nicht von der Insel kamen. Und dann natürlich die ganzen Elektroautos der Inselflotte, die i3 und die Zoes, die unterwegs waren. Also da tut sich was und wenn man das mal hochrechnet jetzt auf die nächsten Jahre vielleicht, also die Ladeinfrastruktur auf der Insel muss dringend ausgebaut werden. Die Ladesäulen waren jetzt schon alle gut besucht. Es gab zwar immer noch für mich freie Plätze, das war jetzt noch nicht das Problem, aber insgesamt gibt es so um die 30, 35 Ladepunkte auf der ganzen Insel und davon 2 Schnelllader, sage ich mal. Das wird dann natürlich irgendwann eng, das muss einfach mehr werden und klar, die Bundesregierung hat gesagt, sie wollen 1 Million Ladepunkte in den nächsten Jahren in Deutschland fördern. Dann mal zu, seht mal zu, dass Sylt auch ein paar mehr bekommt. Der Verbrauch auf meiner Fahrt, das waren insgesamt rund 1070 Kilometer, der betrug 251 Wattstunden, also 25,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das war nicht ganz genau derselbe Wert wie letztes Jahr. Da war es minimal weniger. Die Dachbox schluckt halt schon ein bisschen. Kommt man auch merken unterwegs. Aber immer noch erträglich, finde ich. Und an Kosten für Strom hatte ich im Prinzip null, bis auf die Flatrate für die SBB-Stromtankkarte. 12,50 Euro im Monat, die ich sowieso zahle. Ansonsten an Superchargern konnte ich kostenlos laden und mit der Stromtankkarte lade ich sowieso überall auch für meine Flatrate. Und das geht sogar auch an Ionity. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ein schönes Jahr 2020, so weit sind wir noch nicht. Ich wünsche euch ein schönes Jahr 2020 und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ja, willkommen bei Ionity. So sieht das aus, wenn man mal nicht einen Supercharger lädt. Wir haben Busdorf ausgelassen und sind hier nach Ahlbeck gefahren, Ahlbeck West. Da gibt es jetzt 4 Ionity Charger, die mit 150 kW laden können mindestens. Und
Das passt von der Strecke her besser. Dann müssen wir hier nur einmal aufladen und kommen so auf jeden Fall mit einmal laden bis nach Bremen. Das Wetter ist unterirdisch, es schüttet wie aus Eimern und wie es auch immer so denn der Zufall wollte, war der erste Charger hier natürlich defekt. Er wollte nicht, ich musste mich dann umklemmen an einen zweiten Lader. Der ging dann zum Glück und der lädt auch wieder wunderbar schnell. Wir haben jetzt kurz was gegessen und sind nach einer halben Stunde auf 85% und jetzt düsen wir los durch den Regen gen Heimat. Das noch so kurz als kleine Ergänzung. Supercharger versus Ionity. Ja, muss noch ein bisschen besser werden, glaube ich.